So, da sind wir schon wieder. Zurück zum Spiel. Zurück. Ach, mit schöner Aussicht und schöner Musik geht's hier schon wieder weiter mit Planlosigkeit in Klötzchenform. Um zu zeigen, dass man auf Kommentare auch eingehen kann, gehe ich ja auf Kommentare ein, nachdem ich das hier mal ein bisschen. So ist besser, glaube ich. Bisschen leiser gemacht habe. Und zwar, wir brauchen eine Holzfarm, weil wir brauchen mehr Holz. Das macht die Sache wohnlicher, wurde mir gesagt. Also fangen wir mal an, ein bisschen Holz zu sammeln. Und Werkzeug brauche ich ja dann auch neues, aber das Werkzeug zum Farmen von Holz funktioniert ja zum Glück noch. Ist ja zum Glück noch latent vorhanden. Und diese Aufnahme ist vorbei, wenn sie vorbei ist, zum einen und zum anderen. Oh ja, Brot. Na. Ah, hier muss ich. Ich brauche unbedingt Eimer. Unbedingt brauche ich Eimer. Nee, das kann man nicht wieder einpflanzen. Aber das kann man einpflanzen. So. Vertrocknet so langsam vor sich hin. In der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Hoffen wir einfach mal weiter. Aber wir können demnächst Brot backen. Also Brot generieren. Ein Apfel haben wir auch dabei. Warum muss nicht? Ah. Ich glaube, ich habe es so langsam. Also die Einstellungen waren noch falsch. Deswegen hatten wir in der Nacht zum Glück keine Monster. Und ich brauche doch Werkzeug. Damit. So. Toll. Super. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so und nicht anders. Wir hören wieder Musik, Creative Commons und so weiter. Habe ich ja schon öfters erwähnt. Und zwar hören wir gerade Mind Things heißt die Gruppe. Und das Album heißt, dafür muss ich hier kurz nochmal raus, Life's Paths, also die Wege des Lebens, sind unergründlich und musikalisch zu untermalen von den netten, freundlichen Menschen, die diese Musik gemacht haben. Aber mir ist immer noch ein bisschen zu laut. So. Hä? Er hat's nicht übernommen für den nächsten. Ah, deswegen. Toll. Jetzt drücke ich schon wieder Escape. Ah, es geht ja alles hier perfekt voran. Perfektamente. So. Erde. So. Eine Spitzhacke. Aber noch eine Axt sollte erstmal reichen. So, Schwertchen. Bis wir uns hier endgültig ausgestattet haben, ist das alles schon wieder so weit weg. Dass wir uns eigentlich schon wieder sparen können, loszugehen. Wahrscheinlich. Aber gut, so ist das halt. Bei Minecraft, so auch anderswo. So. Das heißt, wir müssen die Tür sichern. Auf jeden Fall. Aber erstmal brauche ich Glas. Also brauche ich erstmal Sand, dann habe ich Glas und dann habe ich oben sogar ein Fenster vor meinem Schlafzimmer. Wenn ich ein Fenster vor meinem Schlafzimmer habe, ja, dann geht's ab. Warum nicht beim letzten Mal so kompliziert gelaufen? Naja, das kommt halt davon, wenn man nicht so richtig. Und so. Au, Kakteen. Kakteen sind auch toll. Ja. Aber jetzt heißt das erstmal hier ordentlich Sand farmen. Und dann brauchen wir auch immer noch eine Mine. Die ist ja auch leider immer noch nötig. Wir brauchen nämlich endlich Eisen. Wenn wir Eisen haben, haben wir einen Eimer. Und wenn wir einen Eimer haben, haben wir Wasser, haben wir Lava, haben wir so einiges. Lava gibt es hier sowieso irgendwo um die Ecke. Die hören wir ja des Öfteren mal nachts, die Lava.
Lava Lava, Mr. Lava Lava. Also den da. Quasi die Schäggigkeit des Seins. So, Löcher brauchen wir nicht. Da fällt man nicht nur rein, wenn man flüchtet. Aber erstmal hier Ressourcen holen. Schönes Biom, was wir hier gekriegt haben. Schöner Mischwald, Dschungelwald, alle möglichen Holzformen. Das heißt, wir werden dann auch bald Mugget Kaffeetasse in den Kommentar geschrieben haben. Die Sache ein wenig wohnlicher kriegen, indem wir ein bisschen Holz haben. In der Bude. Müssen wir ein bisschen mit Holzvertäfelung und so arbeiten. Kommt dann alles demnächst, wenn wir weitermachen. Oh ja, Sandstone ist auch immer gut. Ha. So, und das war schon die erste Schippe. Ah, es wird auch schon wieder düster. Das heißt, wir gehen mal wieder rein, würde ich sagen. Ich kann jetzt auch noch ein bisschen Kaktus mitnehmen. Ach, ich liebe das. Das ist mein Lieblingseffekt. Pluck. Alles andere musste fällen, nur Kakteen, die mussten unterbuddeln und dann fallen sie auseinander. Ist toll. So, unsere Kaktusfarm können wir dann auch anfangen. Für leckeren Kaktusschnaps. Nein. Kein Kaktusschnaps. So, jetzt erstmal nach Hause. Oh ja, und wir kriegen endlich mal Hunger. Ist das nicht toll? Schon gefragt, warum wir immer keinen Hunger haben. Die Antwort ist ganz einfach. Es war falsch konfiguriert, unser Minecraft. Da muss auch ein Steg hin. So, machen wir uns mal ein bisschen lauter. Ich glaube, so langsam wird es wieder was mit deinem Setup. Ja. Ist auch wichtig. So. Da jetzt nicht mehr ganz so peaceful. Müssen wir hier mal ein bisschen Glas generieren. 1, 2, 3, 4. Bisschen Holzvertäfelung in die Wände bringen. Ja, die müssen wir auch noch weitermachen. Gehen wir erstmal nach oben und pennen wir in der Hoffnung, dass uns kein Creeper in der Hütte spawnt. Weil mit der Ausleuchtung sieht es ja hier noch nicht ganz so famos aus. Hier oben geht's eigentlich. Gibt es ein paar dunkle Eckchen, aber. Hey! Super, wir spawnen oben in einem Block. Na, das ist ja grandios. Warum spawnen wir denn hier oben? Ah, machen wir es so. Tuck. Müssen wir hier nochmal ein bisschen höher bauen, damit wir nicht in der Decke spawnen am nächsten Morgen. Das wäre natürlich jetzt perfekt gewesen, wenn jetzt genau in diesem Moment ein Creeperchen um die Ecke geschaut hätte. Das Creeperlein. So. So. Oh nein. Ja. So. So. Ja. So sieht das doch schon einigermaßen so aus, als ob es funktionieren könnte. Heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier so einen Rand aus Erde. Ach, die Musik ist aber wirklich hübsch. Schöne Playlist. Ja, gut. Müssen wir da auch irgendwie wieder rein? Vielleicht. Da wir das von unten setzen können, können wir es ja erstmal so machen. Das ist ganz gut. Und wir haben ja auch alles aufgehoben. So. Das heißt, wir können das jetzt hier erstmal so machen. Ugh. Nerviger Scheiß hier. Du sollst da oben dran. Reicht das schon so? Sagen wir das hier wieder so? Ist das alles kompliziert? Manchmal.
in Minecraft. Ach, das, da darf ich wieder nicht hin. Das heißt, da müssen wir sogar noch höher gehen. In der Hoffnung, dass er uns dann hier an der Seite vorbeisliden lässt. Kriegen wir 2. So. Ach ja, mit diesem wunderschönen Grafikfehler hier wieder mit den dunklen Ecken. Herrlich. Ja, sieht gut aus. Das heißt, wir können da oben drauf dann weitermachen. So, das kommt erstmal wieder weg. Wir machen uns aus dem Bett. Ja, stehen können wir hier. Dann können wir auch. Und wir kommen runter. Sehr schön, sehr schön. Dies ist gut. Und vor allem ist kein Creeper in der Nacht gespawnt. Ergo, wir nicht kompletten Bockmist gebaut. Ist doch schon mal gut zu wissen. So. Wie machen wir das jetzt? Naja, erstmal machen wir es so und dann überlegen wir uns nochmal was Vernünftiges. So. Ach, dann muss ich stehen lassen. Das wird der da sein. Genau. Können wir hier nämlich noch so. Danke, danke. So was von danke. Ich will wieder einmal um die Ecke und da hoch und dahin. Genau. So. Zack. Weil das Tolle ist, hier. Ach nee, da auch nicht. Dass man auf diesen Dingern keine Fackeln setzen darf. Das ist echt zu nervig manchmal. Aber wir könnten ja mal so ein bisschen Beleuchtung außenrum generieren. Damit es uns nicht alles so über die. Das Dach wandelt in der Nacht. Boah, wenn wir ein paar mehr Fackeln dabei gehabt hätten. Gut, aber das Wirkungsprinzip ist ja jetzt quasi klar. Und Türen sind von gestern, also machen wir es so. Kommen wir da auch wieder raus. Und hier kommen wir, ja, wenn wir aufwachen, könnte das auch funktionieren. So. Fackeln. Durchaus mal mit 4 Fackeln ausleuchten hier an der Stelle. Da muss Glas rein. Ist jetzt halt nur die Frage, Glasscheiben oder Glas Blöcke. Blöcke oder Scheiben? Wie hätten sie es gern? Am Stück oder in Scheiben? Ich glaube, ich probiere es erstmal mit am Stück. Ah, 4 macht 32. Ach ja, die alte Formel. 4 macht 32. So, also nochmal 4. Und nochmal 32. Ach, nehmen wir den einen noch mit hier. 33, 33 ist eine super Zahl. Hier unten ist auch nichts drin gespawnt. Ich bin ja echt beeindruckt. Mann. Autsch. Das ist ja alles super. Gut, nach Peaceful, jetzt mit einfach, normal habe ich eingestellt. Das war nämlich das andere Problem, warum hier des Nachts auf einmal gar nichts kam. Ich hatte so eine Panik, dass hier was kommen könnte, aber es kam am Ende gar nichts. So doof war das. So, schön. Schön, 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 schön. Na, vielleicht doch ein bisschen anders. Da nach vorne eher die Fackel, dann kann ich nämlich da noch, weil wir es ja brauchen können, machen wir hier nochmal ein schönes Fensterchen rein. So. Und da auch. Wie gesagt, wir machen es ein bisschen weniger kabbeliger. Ein bisschen ankabbeln hier. So, ein bisschen Ausblick haben von hier oben. Ja, da machen wir dann halt ein großes Fenster rein. Passt. Ich sag. Ach, echt eine nette Musik.
schon wieder sagen. Wobei, in den letzten Folgen hatten wir ja etwas Russisches. Das war auch nicht schlecht. Auf seine Art. Nein, es war eigentlich ziemlich cool. Auch wenn man... Das ist ja immer... Das Problem bleibt halt. Ich muss laut Lizenz, die sie sich ausgesucht haben, ihren Namen nennen. Und wenn man ihn nicht mal aussprechen kann, ist es halt kompliziert, den Namen zu nennen. Finde ich, also so rein persönlich, die Einstellung, dass es halt kompliziert ist. Machen wir hier noch so. Ein bisschen schießscharfenmäßig hier. Ja, schön über Eck. Mit der Fackel oben drauf, ja. Gefällt mir. I like it! Ja! Damn it! So langsam sehne ich mich nach dem Server, wo ich jetzt hier einfach wieder einen Aufzug reinklatschen könnte. Na gut, gibt's bestimmt auch als Client-Mod, aber wir wollen ja nicht zu viel modden. Den Original-Charme des Spiels nicht zu sehr zu... Naja, verhunzen ist jetzt auch falsch. Und dann mache ich noch einen weg. Ich mache noch einen weg. Wenn wir hier schon können, können wir hier auch. So, zack. Dammit. Machen wir hier auch gleich mal auf. Sollte ja gleich fertig sein. Ich muss erst was essen, vorher heile ich nicht und wenn ich dann runterfalle, bin ich tot. Dann essen wir mal wieder was. Gegessen haben wir immer noch auf dem anderen Computer. Wie andere Computer? Ja, ich habe davon mehr als einen. Nimm, 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 nimm. Na, scheiß drauf. Ich mag ja eigentlich keine Verschwendung, aber... In diesem Fall drauf gedingst, bumst. Aufgebumst ist auch schön. Nein. Es ist halt, ja, ich mag das halt nicht so, wenn das dann so 1, 2, 3, 4. Wenn man so seine Ressourcen so unnötig ausgibt, weil man sich da zu wenig Gedanken vorher... Och, ist das toll. 25 Glas haben wir schon. Aber ja, jetzt heilen wir wenigstens wieder. Also falls wir nochmal hier in der Mitte runterkrachen, wie jetzt gerade eben schon wieder angedeutet, ich wollte das euch nochmal demonstrieren. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann tut es auch nicht ganz so weh.